Tja, selber schuld, würde ich mal sagen, wa? So, Quest ist nicht wichtig. Was sagt er? Design ist wichtig, ne? Oder was war das? Oder die Grafik war besser. Aber ich mache die Engine mal ein bisschen höher. Ich mache Gameplay jetzt richtig voll. Ach, Story ist nur ein Minus. Das ist ja dann mehr so. Noch ein bisschen höher. Solange das Spiel noch Umsatz macht hier, dann können wir das machen. Wir müssen schnell ein anderes machen, sonst haben wir echt ein Problem. So, Level Design mache ich mal auch hoch. Und gleich die Grafik auf jeden Fall. Die muss auf jeden Fall laufen. FIFA wird vom Markt genommen. Ja, super. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Was jetzt? Starke Zielgruppe, Erwachsene. Grafik ist sehr wichtig und Sound scheint sehr wichtig zu sein. Ich mache das, die Spiele des halt noch ein bisschen höher. Und den Sound, den, ja, den lasse ich einfach so. Ja, schon, aber du hast ja ein Simulationsspiel. Ich gehe jetzt nur nach Simulation. Ja. Ich gehe jetzt nicht nach irgendwelchen Ballerspielen, weil ein Militärspiel wäre auch Story wichtig. Aber Story ist halt ein MMO vielleicht ein bisschen wichtiger. Ja, die Bugs müssen noch. Ah, ich habe noch einen Designpunkt gekriegt. Ah. Es könnte sein, dass wir nicht... Ich bin mal gespannt. Also mit Simulationsspielen können wir uns vielleicht noch retten, aber ich muss die Regler halt richtig stellen, damit wir klar von Sinn sind sozusagen, damit wir mal besser Punkte kriegen. Ja. Wenn die Bewertungen jetzt nicht besser ausfallen, dann haben wir ein Problem. Ich guck nicht hin. Ja, schon wieder nur 6. Ey, was ist denn da? Was mache ich da denn noch falsch? Sollen sich mehr Zeit auf Technische konzentrieren. Nette Erfahrung. 7 aber, okay. Und 7, wunderschön. Okay, was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Okay, eine 6,25. Aber wir kriegen zumindest Geld rein. Das ist schon mal gut. Ich glaube, die erste Folge davon nenne ich... Überleben am Limit oder so, keine Ahnung, irgendwie so. Unsere Analysen. Das Spieledesign scheint für diese Art von Spielen nicht sehr wichtig zu sein. Und ich habe die immer voll aufgedreht, oder? Kann das sein? Ja. Oh nein, ey. Leute, es tut mir jetzt leid, dass wir jetzt immer nur Simulationen machen, aber ich werde gleich noch eine Simulation machen. Dann werde ich halt die Spiele-Design-Welt halt runterdrehen und mal gucken, ob das ein Spielerfolg wird, weil wir müssen mehr Geld kriegen. Sonst haben wir echt ein echtes Problem. Ich bin ja froh, dass wir nicht unter die 200.000 gekommen sind und minus 200.000 gekommen sind. Sonst geht's, sind wir echt bankrott. Vielleicht machen wir ja das gleiche nochmal, nur dass du die... Ja, habe ich doch gerade erzählt. Ja. Ja. Die WNOL, das wird in 2 Monaten vom Markt genommen. Ja, habe ich auch nie was veröffentlicht. Wir müssen das nur halt eben allein machen, so damit wir nachher wieder ein Dings einstellen können, die Leute einstellen können. So, das heißt, wir machen noch ein Spiel. Wir müssen leider wieder auf Simulation gehen, weil es ist nicht anders. Wir müssen einmal gucken, was können wir jetzt noch machen. Wir haben schon Militär gemacht. Wir können ja nicht noch ein Spiel noch einmal Militär machen. Müssen irgendwie... Haben wir mal Film, Fantasy? Fantasy, ach gut, Fantasy könnte man als Rollenspiel nehmen, nicht als Simulation. Ja, aber Rollenspiel wäre auch gut, oder? Romantik. Sollen wir was für Erwachsene machen? Romantik-Simulation? Die neue Erotik-Simulator. Ja, warte mal, für Erwachsene. Plattform, PC. Komm, das machen wir es einfach. Ja, wenn es uns eins übrig.
Simulator. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung, komische Lache. Ja. Für also 2D müssen wir leider noch machen. Aber wir haben uns richtig den Arsch gerettet, ey. Nein, wir werden da nicht hingehen, weil wir werden da eh nicht da sein. Wir müssen uns jetzt echt retten. Also, Story ist nicht wichtig. Gameplay Engine lass ich so. Nein, hier unten ist nur ein Minus. Das bedeutet, wir dürfen nicht zu weit runtergehen, aber auch nicht zu weit nach oben. Da sind ja schon einige Hilfen vorhanden. Das ist ja schon mal gut, dass da überhaupt Hilfen vorhanden sind. So, was sagte er? Dialoge sind nicht so wichtig. Deswegen können wir das so lassen. Die Spielwelt und das Level Design war sehr wichtig. War es das Design oder was war das jetzt? Nee, Level Design war nicht so wichtig, hat er gesagt, oder? Nein. Oder was war nicht so wichtig? Ich glaube, ich weiß das nicht so genau. Ich glaube, das Level Design war das. Ja. Das wird doch bestimmt gleich da. Oh, ich mach das mal so ein bisschen runter. Ich glaube, das Level Design war das. Oh, ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, dass es das war. Ich habe das vergessen. Oh. Aber ich bin froh, dass wir so ein bisschen wieder aus dem Dings rausgekommen sind. Die Grafik ganz hoch, die Story ganz hoch. Ach, die Spiele-Welt-Design war das. Können wir nochmal rückgängig machen? Ich habe jetzt die andere Welt. Ach du Scheiße. Ist jetzt von dieser Art von Spielen nicht so wichtig. So. Okay. Jetzt muss es aber was werden. Sonst bin ich echt... Hi, ich bin Steve O'Connell, Journalist bei Planet GG. Wir haben Gerüchte gehört, dass Sie gerade ein Spiel für ein erwachsenes Publikum entwickeln. Ja, würden Sie uns ein Interview darüber geben? Klar. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo? Wir werden das Interview nächste Woche veröffentlichen. Wie? Ich habe noch gar kein Interview gegeben. Planet GG hat vor kurzem ein Interview mit Yulu Games veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. Matthias Gaming, Eigentümer und Geschäftsführer von Yulu Games, erklärte, wir glauben, dass Spieler sich anspruchsvollere Spieleinhalte wünschen und gehen gerne ein Risiko ein, um dieser Nachfrage zu entsprechen. Da ja gerade die Zielgruppe erwachsen ist, deswegen habe ich das gemacht. Okay. Viele Branchenexperten glauben, dass nicht jugendfreie Spiele früher oder später geläufiger werden. Wir sind gespannt, wie der Markt auf diese Spiele reagieren wird. Alles klar. Na, mal gucken. Jetzt ist der Hype sogar schon um 6. Wir können auch nicht mal richtig Marketing machen. Es wird nicht mehr unterstützt. Das ist schön. So, fertigstellen. Können wir fertigstellen? 18, 19. Ja gut, ich finde nur diese Science-Namen. Ja gut, okay. Wir haben hier wieder kein Level Up, aber auch nur, weil wir halt den zweiten Mann nicht haben. Ich mache jetzt wieder alles alleine, weil wir mussten den Typen leider feuern, weil wir sonst bankrott gegangen wären. So, neue Forschung, Easter Eggs. Ja, das ist schön. Ich kann momentan nichts erforschen. Ich habe so viel Forschung, guck mal hier an. So, wir haben die ersten Bewertungen. Oh, oh, jetzt wird's komisch, jetzt wird's richtig komisch. Also... Ich hoffe, dass wir hier besser abschneiden. Ja, hoffentlich. Weil wir haben ja... Ich habe jetzt das Level-Design zwar kleiner gemacht, aber ich habe das in der Mitte getan. Ja. Ich bin mal gespannt, was da gleich kommt. Drückt mir die Daumen, dass es was wird. Sonst haben wir ein echtes Problem. Irgendwas ist wohl schiefgelaufen, würde ich mal sagen. Eigenartig, aber gut. Macht teilweise Spaß. Ihr Schwerpunkt auf Gameplay tat dem Spiel sehr gut. Okay.
Also irgendwas habe ich jetzt ist schief gelaufen. Es wird zwar gut verkauft, sage ich mal, ja, aber guck mal, in der zweiten Woche sogar besser als in der ersten Woche. So, was war da jetzt, was ist da jetzt schief gelaufen? Das will ich ja mal gerne wissen. Gameplay.